Heute geht es um die Frage, ob Yu-Gi-Oh! Sich einen Platz bei den Gesellschaftsspielen sichern kann. Ich habe ja bereits vor ein Jahr ein Experiment gemacht, und zwar ich habe zwei Leute Speedduel blind spielen lassen und am Ende des Videos hat einer Folgendes gesagt. Das Spielprinzip ist für mich jetzt so, also ich mag Spiele, die ich vor allem so fertig habe und wenn mir jetzt jemand sagt, okay, das ist dieses Deck und mit dem kannst du spielen, dann ist das gut, aber wenn ich mir jetzt selber eins zusammenstellen müsste, wäre mir das, glaube ich, zu viel. Und genau das ist jetzt passiert. Am 26.11. nämlich kommt das neue Speedduel-Set raus, um ganz zu sein, die Battle City Box. Ich persönlich finde, sie ist nicht zu klein und nicht zu groß. Eben perfekt, um sie mal ebenso in den Schrank zu stellen. Und dieses Set erfüllt eben genau die Aspekte, die bisher gefehlt haben. Zunächst einmal, man will schnell und einfach starten. Ja, ganz einfach. Hol dir diese Box und schon kannst du starten. Des Weiteren will man natürlich genug Variation haben. Und ich denke, das hat man mit dieser Box auf jeden Fall, denn hier sind über 200 Karten drin und viele verschiedene Decks. Und zu guter Letzt, man sollte es mit mehreren Personen spielen können. Und das Besondere hierbei, man kann es mit maximal 8 Leuten zusammen spielen. Doch bevor ich weiter darauf eingehe, was alles so in der Box ist, stellt sich natürlich die Frage, ist diese Box nur für Einsteiger? Nein, auf keinen Fall. Denn hier sind immer 8 von 24 Secret Rares drin und hier ist für jeden etwas dabei. Sei es für den Einsteiger, für den Sammler oder eben auch für den fortgeschrittenen Spieler. Jeder kommt hier auf jeden Fall auf seine Kosten und allein deshalb ist die Box schon gut. Doch was bekommt man eigentlich in dieser Box? Dafür wechseln wir einmal die Perspektive. Und das hier ist einmal die Box, natürlich hier mit Yugi und Kaiba Battle City. Ich meine, Kaiba hat das Turnier veranstaltet. Wir sehen hier einmal die Götterkarten, auch sehr, sehr schön. Dann hier den weißen Drachen, dann nochmal hier Yugi und Kaiba und natürlich den dunklen Magier. Und hinten sieht man dann auch einmal, was hier alles so drin ist. Und zwar, wir haben hier die 3 ägyptischen Götterkarten in Secret Rare, was sehr, sehr geil ist. Und 5 Secret Rares, die wir eben nicht wissen, kommen wir gleich zu. Und 20 Fähigkeitskarten und eben 8 Decks. Aber ich würde sagen, wir machen das Ganze einmal auf, damit man eben sieht, wie das Ganze aussieht. Ja, wir sehen hier schon, hier sind die Karten. Wie gesagt, über 200 Stück. Legen wir erstmal zur Seite. Und eben 4 Spielfelder. Und ganz wichtig bei den Spielfeldern, das sind nicht einfach Single-Spielfelder, sondern es sind Doppel-Spielfelder. Das bedeutet einfach, dass ihr eben, ja, 2 habt. Wir haben hier einmal auf der einen Seite hier natürlich die komplette Spielanleitung. Wir sehen hier einmal Spielanleitung. Und auf der anderen Seite haben wir eben das komplette Spielfeld. Und wir sehen hier Yugi eben mit Slifer, den Himmelsdrachen. Und gleichzeitig auf der anderen Seite dann Obelisk, den Peiniger, mit Seto Kaiba. Ja, sehr geile Playmat auf jeden Fall. Wie gesagt, die hier ist 4-mal drin. Das bedeutet also, dass ihr eben mit bis zu 8 Spielern hier spielen könnt. Und dann haben wir hier die unterschiedlichen Decks. Da kommen wir auch gleich zu, sondern gucken uns erstmal an hier dieses Booster. Ja, das hier ist quasi unser, ja, Battle City Box Booster. Wie gesagt, die 3 ägyptischen Götterkarten sind hier sicher drin. Und ich würde sagen, wir machen einfach mal auf und gucken, was hier dann dementsprechend drin ist. Und wir haben hier natürlich, wie bereits gesagt, den Slifer, sehr, sehr geil. Den Obelisk auch, Alter, in Secret Rare. Ist der auf jeden Fall mega, mega hübsch. Wir können ihn einfach mal hier genauer angucken. Und dann sehen wir hier, ja, das ist halt genauso wie Slifer. Sehr, sehr optisch schön. Dann haben wir hier Geflügelter Drache, Disra, auch ihn in Secret Rare. Sehr, sehr schön. Und dann haben wir, Maskierte Bestie, auch sehr coole Karte hier drin. Dann haben wir, den Cosmic Cyclin in Secret Rare. Doch, das ist, ey. Das sieht schon sehr, sehr nice aus. Und Metaversum. Oh mein Gott. Alter, wie das glitzert. Einfach geil. Dann, ein Zauberer auch hier. Quasi der Gegenpart zu Chinzo. Und als letzte Karte haben wir, dunkler Paladin. Oh mein Gott, ey. Der Glitzereffekt ist sehr, sehr geil. Und die Secret Rares sehr, sehr cool. Ja, das sind hier unsere Secret Rares. Wie gesagt, wir ziehen immer hier die Götterkarten und dann eben 5 Unbekannte und wir haben halt hier jetzt diese hier gezogen.
Aber kommen wir zu den Decks. Kommen wir zu dem ersten Deck, und zwar ein Jinzo-Deck. Wie wir sehen, haben wir dazu zwei passende Fähigkeiten und eben ein Deck, was auf Jinzo basiert, beziehungsweise eben auf Krieger und Insekten. Hier natürlich auch passende Zauber- und Fallenkarten dazu. Hier haben wir ein klassisches Kaiba-Deck, was eben auf starke Monster setzt und eben auf Zauber- und Fallenkarten. Wo wir gerade von Kaiba sprechen, hier ist auch das zweite Deck, und zwar auch Kaiba, aber diesmal basierend eben auf Union-Monster, beziehungsweise eben der passenden Fusion, und zwar den XYZ-Kanonendrache. Wenn wir schon Kaiba haben, müssen wir natürlich selbstverständlich auch Yugi haben. Diesmal hier ein Yugi-Deck mit dem Magnetkrieger. Doch nicht nur Kaiba hat ein zweites Deck, nein, auch Yugi hat hier ein zweites Deck drin, und zwar mit der Thematik Ungeheuer. Das nächste Deck, was ihr hier seht, ist ein Feendeck. Kommen wir zum nächsten Deck. Und dieses Deck setzt auf den dunklen Magier und den Buster Klingenkämpfer in Kombination mit eben der passenden Fusion. Kommen wir auch zu dem letzten Deck. Dieses Deck setzt auf Unterwäldler und versucht, die maskierte Bestie Ritual zu beschwören. Neben den 8 Decks gibt es noch zusätzlich 3 weitere Skills, die explizit für die Götterkarten sind. Ebenfalls gibt es hier den Grundbaustein für das Deck von Odin, und zwar ein Deck, was auf Fallenkarten setzt. Und wer bereits richtig gezählt hat, haben wir natürlich noch nicht alle Skillkarten gezeigt. Und hier sehen wir die restlichen Skillkarten. Und man muss sagen, Kraft der Freundschaft von TS ist eine ziemlich starke Skillkarte, denn sie verhindert Effektschaden in euren Zug. Wer jetzt jedoch richtig mitgezählt hat, wird sehen, dass immer noch ein paar Karten fehlen. Und hier seht ihr alle restlichen Karten, die ebenfalls in dieser Box enthalten sind, die ihr eben benutzen könnt, um die 8 verschiedenen Decks eben noch zu verbessern. Kommen wir zu der Frage am Anfang. Kann Yu-Gi-Oh! Einen Platz bei den Gesellschaftsspielen einnehmen? Und ich würde ganz klar sagen, ja. Zunächst einmal, Speed Duel ist eine sehr runtergebrochene Variante von Yu-Gi-Oh! Und ist für jeden leicht verständlich. Des Weiteren muss man sich einfach nur diese Box kaufen und hat bereits über 200 Karten und eben 8 Decks, womit man direkt loslegen kann. Außerdem ist es sehr praktisch, dass hier bereits genug Spielfelder dabei sind, dass man eben insgesamt mit 8 Personen dieses Set spielen kann. Also ist diese Box natürlich perfekt für einen Spieleabend mit seinen Freunden. Ich finde, dass die Battle City Box das perfekte Einsteigerprodukt ist und eben gut geeignet ist für einen Spieleabend. Hier kommt jetzt nochmal zu einem kleinen Tutorial, wie Speed Duel überhaupt genau funktioniert. Und sonst wünsche ich euch viel Spaß beim Duellieren.